Es ist an der Zeit für die Europa League. Und auch wenn wir enttäuscht sind über das Los, wir fahren nach Berlin. Na, Fahrt nach Berlin ist auch was wert. Und Union Berlin, die sind schlagbar, die sind auf Augenhöhe. Natürlich hätte ich mir einen leichteren, internationaleren Gegner gewünscht. Oder überhaupt einen internationalen Gegner. Aber auswärts sind wir gut. Auswärts haben wir bisher alle unsere 9 Bundesliga-Punkte geholt. Dann wollen wir jetzt auch in Berlin vorlegen. Da sind die Auswärtstore auch mehrfach zählend. So. Sondertraining gibt es nur für die Verletzten. Ein Blick auf die Finanzen. Ja, für die Finanzen wird das internationale Geschäft jetzt natürlich wichtig sein. Deswegen müssen wir da unbedingt gewinnen. Wir wollen da auf gar keinen Fall rausfliegen. Ja, jetzt wird rotiert. Ich habe gesagt, ich gebe dem internationalen Geschäft den Vorzug. Das heißt, Morales spielt in der Euroleague und im DFB-Pokal werde ich ihn wohl auch spielen lassen. Wobei, da bin ich mir noch nicht sicher, aber Schwäbe wird dafür am Wochenende dann in der Bundesliga spielen. Und auch so wird dann etwas rotiert. Unser Kader ist jetzt hier durch die 4 Verletzungen sowieso schon wieder ein bisschen zusammengeschrumpft. Dann führen wir natürlich auch Einzelgespräche. Aufpassen, dass da keine Übermotivation entsteht bei dem einen oder dem anderen. Elfmeterschießen müssen wir jetzt vor dem Spiel noch nicht üben. Aber vor dem Rückspiel sollten wir das tun. Denn ja, wir wissen warum. Genau. So, ein paar Gespräche hier, ein paar Gespräche da. Und Einzeltraining. Jetzt einfach mal für Grech. Ich weiß gar nicht, warum der so demotiviert ist. Oder nicht mal von Beginn. So, wir trainieren. Nach dem jüngsten Sieg gibt es 2 Abende frei, Dienstag und Donnerstag. Leichte Kondition, Zirkeltraining, so. Pressing muss besser werden, Anti-Abseitsfalle muss besser werden. Noch einmal so Abseitsfalle, nochmal Anti-Abseitsfalle. Trainingsspiel machen wir jetzt nicht, wir haben ja schon 2 Spiele in dieser Woche. Üben wir noch ein bisschen die Einwürfe. Und das Reklamieren. So, auf, dass wir eine gute Vorlage bieten oder Grundlage bieten, um im Rückspiel dann die Berliner besiegen zu können. Quasi Vorarbeit leisten, eine Voraussetzung schaffen für das Rematch. Auch wenn wir natürlich in der Champions League Quali gesehen haben, dass das keine Garantie ist, dass man dann am Ende auch weiterkommt. Aber ne, wir wollen hier die gute Basis schaffen für das, was noch kommen soll. Wozniak hat im letzten Spiel eine 1,0 bekommen. Er ist der beste Mann. Poznanski ist auch sehr gut drauf. Viele Torbeteiligungen. Junior in bestechender, herausragender Verfassung. Und jetzt sind wir in Berlin beim 1. FC Union. Ja, ein Spiel auf absoluter Augenhöhe. Gucken, ob wir da irgendwelche Spieler kennen. Ich meine, die Namen kennt man natürlich schon. Eine ausgewogene Formation ohne erkennbare Schwäche. Wir haben natürlich... Ja, ich möchte nicht sagen, dass wir Schwächen haben. So, hier... Spielen wir jetzt in Bestbesetzung, das heißt, ich ändere hier nichts. So haben wir das letzte Spiel gewonnen auf der Bank. Lasse ich es auch mal alles so stehen. Es gibt eine Sondersiegprämie. Eine Siegprämie gibt es ja sowieso. Ich packe nochmal 1000 Euro Sondersiegprämie drauf und wir spielen mit erhöhtem Einsatz. Weil Euroleague ist mir wichtig. Wer weiß, ob ich da direkt wieder hinkomme. Klar, das Saisonziel ist natürlich die Qualifikation für das internationale Geschäft. Aber die können wir, die ist nicht garantiert. Wir wollen hier sehr offensiv auftreten und ich erwarte heute Tore, Tore, Tore. Und keine Ausreden. Ein Spiel der kalten, nassen Hände, ja, will ich heute nicht erleben. Schieß sie einfach ab. So, die Spieler fragen sich, was die Ansprache sollte. Ausverkaufte alte First 3 500 Gastfans. Ja, nicht die Riesenkulisse, aber Oli Kahn tippt 0:2. Das wäre eine gute Grundlage für das Rematch im heimischen Stadion. So, erstmal Auswärtstore schießen. Und möglichst zu Null spielen. Zu Hause klappt es ja noch nicht so. Auswärts klappt es meist besser. Jetzt ein Eckball. Liedke legt sich den Ball zurecht. Aber auch interessant, jetzt hier gegen den deutschen Gegner ein Hin- und Rückspiel zu haben. So ähnlich wie unsere Serie gegen den BVB. Aber jetzt haben wir hier Uysal. Der wird von Kümmert umgestoßen. Das könnte Elfmeter geben. Bas News winkt ihn zu sich. Der internationale Schiedsrichter. Beim nächsten Mal gibt es Gelb. Und es gibt Elfmeter für Union Berlin. Oh mein Gott. Eriksen gegen Morales. Er legt sich den Ball zurecht. 3 Schritte Anlauf. Knallharter Schuss in die Mitte. Morales geht in die Ecke. Und der Ball ist drin, wir liegen hinten. Bullshit. Na, Tore schießen müssen wir sowieso.
egal wie viele die Unioner schießen. Gut, dass es keinen Platzverweis gab. Es gab ja noch nicht mal gelb. Tastimir mit dem Eckball. Eriksen köpft den Ball weg. Ja, der ist überall den Elfmeter verwandelt. Und jetzt passiert hier nicht mehr viel. Kammermann sieht noch gelb in der 44. Minute. Und da ist das 2:0, Ryan Eriksen. Das ist jetzt natürlich ein Albtraumergebnis. Wir brauchen Auswärtstore. Morales gefällt mir hier gar nicht. Der kriegt Kritik ab. Gibt mir recht, gelobt Besserung. Wir müssen hier mehr zeigen. Das ist ganz und gar nicht gut. Lieber Gott, was habe ich erzählt? Was habe ich gepredigt? Ihr sollt laufen! Wir wollen das Erstrunden ausvermeiden. Da sieht Kammermann jetzt gelb-rot wegen Linienrichterbeleidigung. Muss das sein in der 46. Minute, wenn wir 2-0 hinten liegen? Lieber Herr Kammermann, wir mögen uns ja, aber das war wirklich super unnötig, mega unnötig. Inla geht dann mal in den Sturm und wir müssen jetzt mit 10 Mann hier zusehen, dass wir noch ein Auswärtstor geschossen kriegen. Wenigstens eins hier. Dann gelbe Karte für Bosnanski. Weil ein 2-0 wäre hier, glaube ich, ein Albtraumergebnis. Kein Auswärtstor. So, jetzt müssen wir wechseln. Für Schlegel kommt Kudla. Wir wechseln jetzt einfach mal direkt dreimal. Hier geht ja sonst nichts. Dann kommt Rukavica für Inla. Nimmt auch die Binde und dann noch ein dritter Wechsel. Sanka Balas für Grech. Leute, macht was. Wenigstens das 2:1 schießen. Eckball von rechts. Das wäre ja noch gut. Dann hätten wir zwar verloren, aber dann hätten wir trotzdem eine Chance, größere Chance zumindest, das Spiel im Rückspiel zu drehen. Tastimir mit sehr viel Schnitt in die Mitte geschlagen. Da ist Wilshere, kommt raus und faustet den Ball weg. Macht hier bitte noch das 2:1, Leute. Nein, wir verlieren mit 2:0 bei Union Berlin. Das ist eine katastrophale Grundlage für das Spiel, für das Rückspiel. Zwei Elfmeter-Tore von Eriksen. Fernseheinnahmen nur für die Heimmannschaft. Da kriegen wir hoffentlich auch 5 Millionen. Wir haben ja, je nachdem, was wir herausgehandelt haben. 53% Quote ARD, ZDF. Eriksen, der beste Spieler. Spiel bekommt die Note 5 schwach. Kammermann mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Und das ist wirklich eine ganz miese Ausgangssituation für das Rückmatch. Ja, international wurde auch gespielt. Schalke verliert 2:1 gegen Brighton & Hove. Düsseldorf gewinnt 2:1 gegen Southampton. Bayern gewinnt 2:1 gegen Juventus Turin. Wir verlieren 2:0 bei Union Berlin. Ingolstadt verliert 1:0 gegen Trnava. Wir haben noch eine Chance. Ein 2:0 kann man auch drehen. Aber da müssen die Berliner nur ein Auswärtstor schießen. Dann müssen wir schon 4 schießen. Das wird richtig brutal. Da werden die Berliner natürlich drauf spekulieren. 2:0 ist, glaube ich, so das denkbar schlechteste Auswärtsergebnis. Außer einem Kantersieg für den Gegner, das man sich nur vorstellen kann. Hoffenheim verliert 0:1 gegen Warner. Es droht hier international leider zu einem Albtraumgeschäft zu werden. Es ist ja schön, dabei zu sein. Und Sanka Balas, ja, ich habe nicht dran gedacht, dass er nicht mit mir reden will. Ich bin doch so ein netter Kerl. Ich will fragen, nur wie es einem geht. Und er will in Ruhe gelassen werden. So, wir müssen uns den Frust von der Seele spielen hier gegen Arminia Bielefeld. Die ersten Heimpunkte holen. Bielefeld steht auf Platz 10. Die können uns überholen, wenn sie hier gewinnen. Es wird rotiert. Der Schwäbe darf jetzt mal Bundesliga-Luft schnuppern. Und auch Olsen. Das hat ja mit dieser Elf auch nicht funktioniert. Dann wird jetzt einfach mal ein bisschen gewechselt. Hier Grech. Sanka Balas, der Blödmann, bleibt erstmal draußen. Und Kammermann hat sich eigentlich auch mal eine Denkpause verdient. Aber ich lasse ihn trotzdem erstmal noch mitspielen. Bradley kommt mal für Junior. So machen wir das mal. Ansprache schenke ich mir. Zumindest 23.000 Zuschauer, aber bei einem NRW-Gegner hätte man sich mehr gewünscht. 1.500 Bielefelder hier. Wir brauchen die ersten Punkte zu Hause. Dirk Nowitzki tippt 1:0. Wenn wir hier direkt rausfliegen in der Euroleague, wovon ich nicht ausgehen möchte, davon sollte man jetzt, man sollte jetzt nicht zu sehr vom Gegenteil überzeugt sein, weil realistisch ist das jetzt leider nicht, mal ehrlich gesagt. Dann müssen wir uns natürlich wieder einfach für die Euroleague qualifizieren. Deswegen brauchen wir jetzt hier in der Bundesliga Punkte, Punkte, Punkte. So, Dirkules, deinen Tipp wollen wir wahr machen. So, gelbe Karte für Bosnanski. Wegen üblen Foulspiels. Und wir gehen in Führung. Andacic trifft. Das ist schon mal gut. Gucken, wie der junge Keeper Schwäbe und der Olsen und so hier klarkommen. Jetzt ein Einwurf durch Hoppe auf Plume. Der stoppt den Ball mit dem Fuß und dreht sich und flankt in die Mitte. Schwäbe kommt raus, hat den Ball sicher. Die Offensive hat überhaupt nicht das gezeigt. Kopfball, Kammermann, deutlich am Tor vorbei. Überhaupt nicht das gezeigt gegen Berlin, was sie zeigen sollte. Wir hätten das Spiel ruhig verlieren können, meine Güte, aber wenn wir Auswärtstore geschossen hätten, 2:1 wäre schon ein ganz großer Unterschied gewesen. Das Tor haben wir leider nicht geschossen. Jetzt führen wir hier zum Glück schon, haben auch ein deutliches Chancenplus gegen die Arminia. Kouame jetzt hier auf Omrani, der flankt aus vollem Lauf und der Ball landet im Aus.
auch was für den Schwebe, wenn er hier zu Null spielen könnte. Indirekter Freistoß für uns von rechts, 19 Meter, da ist Bradley, der spielt quer. Andacic visiert die kurze Ecke an, schön um die Mauer gedreht und Lottric hat mit einer Flanke gerechnet, steht falsch. Und der Ball wird dann doch noch mit einem Hechtsprung um den Pfosten gedreht. Und nochmal Freistoß, das sind gefährliche Standards hier. Ein klares Chancenplus für uns, es riecht nach den ersten Heimpunkten. Dann würden wir aktuell auf dem Champions League Quali-Platz stehen. Andacic mit der Flanke, Hoppe kann klären. Ja, keine Chance für Bielefeld, dann können sie auch kein Tor schießen, das sieht doch richtig gut aus. Olsen spielt schlecht, ich möchte das aber nicht ansprechen. Andacic kriegt da hingegen ein Lob, macht weiter so. Ja, ihr habt sie doch im Sack, da kann doch nichts mehr schief gehen, jetzt nicht nachlassen. So, gucken, wie es jetzt in der zweiten, wir sind ja auf einmal in der zweiten Hälfte ganz gut, die beste Mannschaft oder eine der besten Mannschaften, ganz im Gegenteil zur Vorsaison. So, 61. Minute für Schlegel kommt Kudla. Dass jetzt auch nicht noch mehr Verletzungen auftreten. So, indirekter Freistoß für Arminia Bielefeld aus 19 Metern Entfernung. Kouame tippt an, Lassoneur mit der Flanke in den Strafraum. Da ist Schnellert, kann klären. Bitte einmal nachlegen, sonst kassieren wir hier gleich den Ausgleich. Das möchte ich auch nicht beschwören. Plume sieht gelb, noch 20 Minuten zu spielen. Olsen spielt hier wirklich nicht gut. Er nutzt die Zeit, die Chance hier nicht so wirklich. Ich habe aber keinen Innenverteidiger auf der Bank. Deswegen kommt einfach mal der Grech, der kann ja auch, der ist ja auch ein Allrounder, der kommt für Olsen in die Innenverteidigung. Er hat zumindest Spielpraxis gesammelt und Kammermann trifft. Hier weiß er, okay, wo das Tor steht, weiß er sowieso, er konnte sich da in der Euroleague den blöden Spruch gegen den Linienrichter nicht verkneifen. Hier macht er das 2-0 und vielleicht die Vorentscheidung. Arminia nach wie vor ohne Torchancen für Inla, kommt dann einfach nochmal Rukavica und wir haben noch 20 Minuten. Und das sieht doch nach dem ersten Heimpunkt aus. Allerdings jetzt nochmal Hoppe auf Garcia, der ist völlig frei. Ne, er versucht es dann lieber doch selber und schießt vorbei. Und das riecht jetzt nach einem Sieg. Und das sind die ersten 3 Punkte. Gute Reaktion nach dem bitteren Match in der Euroleague. Hier gewinnen wir zu Hause 2-0. Nehmen 542.000 Euro ein, zahlen 295.000 Euro. Schiedsrichter Heffer, der beste Mann. Andacic, der beste Spieler, spielt, kommt hier nur 5 Schwachen. Wir klettern von 7 auf 5. Wären wir doch direkt wieder dabei in der Euroleague. Das kann jetzt, kann man sich dran gewöhnen. So. Wir wollen jetzt aber auch nicht so reden, als wären wir schon draußen. Hier sehen wir die Effekte der Auswärtspunkteregel. Ganz, ganz viele Auswärtssiege. Schalke gewinnt 2-1 bei Bayern München. Halle verliert 1-2 gegen Wolfsburg. Dortmund verliert 0-2 gegen Rostock. Düsseldorf verliert 1-2 gegen Ingolstadt. Die kriegen alle 4 Punkte jeweils. Union spielt 0-0 gegen Eintracht Frankfurt. Kaiserslautern gewinnt 3-1 gegen Dynamo Dresden. Freiburg gewinnt 2-0 gegen Augsburg. Regensburg verliert 0-3 gegen Würzburg. Und wir gewinnen 2-0 gegen Bielefeld. Die Null stand schön für den jungen Schwäbe vor allem. Wir sind Regensburg, Düsseldorf und Halle. In der Torjägerliste Kammermann auf Platz 3, den teilt er sich mit einigen. In der Scorerliste Poznanski und Kammermann in der Top 20. In der Elf des Tages auch Kammermann und Kömmert. Und oh, Transfers. Jeheskel wird umworben und Kreigart hat ein Leihgeschäft gefunden. Gut für ihn. Kann er da mehr Spielpraxis sammeln. Und Jeheskel, ja, ist als auch nicht unverkäuflich. Da weiß man nämlich nicht, ob in seinem Alter, er ist auch schon 23, ob da noch der große Schritt kommt. Und wir brauchen ja Geld. Ich meine, auf der Wenn das Angebot gut ist, wir brauchen Geld. Wir werden es uns, ja, wir müssen es uns leisten können, ja in der Saison auch mal ein oder zwei Spieler zu verkaufen, weil wir es uns finanziell nicht leisten können werden. Diesen Kader auf Dauer aufrecht zu erhalten. Also wir werden auf jeden Fall ein paar Transfers tätigen müssen. Der Vukanac muss erstmal besucht werden. Wir spielen gegen Dynamo Dresden als nächstes. Natürlich auch sind da noch bekannte Gesichter. Bozovic ist dann noch, Da Costa, Ortiz. Ansonsten kenne ich da jetzt aber nicht mehr so viele. Gewinnen wollen wir trotzdem. Die stehen in der Liga auf Platz 12. Und wir könnten ganz oben anklopfen, wenn wir jetzt hier den Auswärtsvierer holen würden. Wir haben in der letzten Woche 64.000 Euro verloren. Vorstand ist zufrieden. Die Euroleague scheint denen nicht so wichtig zu sein. Ja, wir haben jetzt einige Verhandlungen anstehen. So, der Schwäbe geht erstmal in Sondertraining, auch wenn er natürlich ein gutes Spiel gemacht hat. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Auch Jeheskel geht in Sondertraining. Ins Einzeltraining geht einfach mal der gute Rukavica. Und ja, für den Sieg gibt es 2 Abende frei, Mittwoch und Freitag.
Eingespieltheit wird ja auch langsam besser. Wir machen dann noch ein Trainingsspiel. Kondition wird trotzdem leicht trainiert und ein bisschen Krafttraining. Die Einwürfe sind immer noch bescheiden. Die üben wir jetzt einfach mal viermal. Werden zwar unterschätzt, aber sind natürlich auch ein elementarer Bestandteil eines Fußballspiels. Die Anti-Abseits-Falle muss besser werden. Die machen wir auch zweimal. Und dann üben wir noch einmal reklamieren. Sollte eigentlich noch ein bisschen die Offensive stärken, gerade vor dem Spiel gegen Berlin, was ja auch schon nächste Woche anstehen wird. Ne, das ist gar noch nicht nächste Woche. Ne, doch, es ist nächste Woche. Es ist am 4. Oktober, nach dem Tag der Deutschen Einheit. So, einige Einzelgespräche wollen wir hier trotzdem noch in die Wochenplanung einbringen. Schnellhardt wirkt mir schon etwas übermotiviert. So, Kreigert geht auf Leihbasis nach Wien Wiesbaden. Gut, dann kann er da Spielpraxis sammeln. Wir kriegen ein paar hunderttausend Euro. Ich glaube, 250 waren das, ne? Und ja, haben ihn erstmal temporär aus dem Kader raus, von der Gehaltsliste runter, meine ich natürlich. Also seine Präsenz war natürlich hier stets willkommen. Aber ich denke, viel Spielpraxis können wir ihm hier auch in dieser Saison nicht garantieren. Im Leihgeschäft kann er auf jeden Fall mehr Spielpraxis bekommen und er wird ja auch definitiv zurückkommen. Jetzt wird hier der Jeheskel umworben, der hat noch 3 Jahre Vertrag. Wie gesagt, wir haben es nötig, auch mal Leute abzugeben. Auf die Transferliste setzen möchte ich eigentlich die Leute nicht, weil dann werden die ja quasi verramscht. Aber so wird ja vielleicht viel Geld geboten von dem Herrn Dragan Djordjevic. 1,45 Millionen. FK Spartak Subotica, wir kennen uns doch. Haha, schenken Sie uns lieber einen Champions League-Teilnahmeplatz. Verarschen können sie mich auch hier. Das ist deutlich weniger als der Marktwert. Und verramschen möchte ich den Mann nicht. Für 3 Millionen Euro würde ich ja drüber nachdenken. Aber so werden wir uns nicht einig. Der Mann muss eine Gehaltserhöhung kriegen, aber die hält sich ja auch noch in Grenzen. Und da wir ja sowieso ein bisschen Not am Mann in der Abwehr haben, kann er erstmal bleiben. Vielleicht macht er ja auch noch die Entwicklungssprünge. Hat schon einige wichtige Einsätze gehabt. Zanka Ballas mit dem Kapselriss im Knöchel. Der nächste Verletzte. Ich hoffe, dass das keine allzu lange Verletzung ist. Kudla klagt seit längerem über Schmerzen im Knie. Auch er hat einen Knorpelschaden im Knie. Er muss ein halbes Jahr aussetzen. Der nächste Schwerverletzte hier. So langsam fühlt sich unser Lazarett ganz gewaltig. Obwohl die Spieler ja eigentlich hier gar nicht so krass überfordert werden. Klar haben sie viel zu tun. Aber so eine Fülle an extremen Verletzungen auf einmal. Und jetzt auch noch Susanne, die Freundin von Graf, erklärt ihm kurz und bündig, dass sie einen neuen Freund hätte und die Beziehung als beendet betrachtet. Da jetzt kommt das noch oben drauf. Der Mann ist schwer verletzt. Mein Gott, soll sie jetzt nicht aus Mitleid mit ihm bei ihm bleiben, aber trotzdem Kudla kriegt trotzdem Lob. Oh Mann, unser Kader leert sich. Jetzt haben wir ja auch noch den Kudla, der 25 Wochen ausfällt. Zanka Ballas fällt 3 Wochen aus. Vukanac ist zum Glück wieder da und Dixon. Aber bis der Dixon ja, wieder richtig spielen kann, das wird auch noch dauern. Sinani ist zum Glück in 5 Wochen wieder da. Ja, jetzt haben wir den nächsten Schwerverletzten. Jetzt können wir hier kaum noch die Bank füllen gegen Dynamo Dresden. Morales geht wieder ins Tor, auch wenn der Schwebe ja gut gehalten hat. Bei so viel Rotation spare ich mir jetzt mal meine Winning-Team-Don't-Change-Philosophie-Taste, die mir kommt aber rein. Der Olsen hat nämlich wirklich nicht gut gespielt. Ich glaube, die Bank füllt sich jetzt schon von selbst. Da muss selbst der angeschlagene Dixon oder Jeskel. Dixon ist allerdings, ja, konditionell ist er eigentlich gar nicht so neben der Spur. Trotzdem, ich setze den jungen Vukanac mal auf die Bank, auch wenn er nicht ganz fit ist. Spielen wird er hier nicht angeschlagen, aber wir müssen die Bank füllen. Ja, wir spielen jetzt gegen Dynamo. Langsam kriegen wir ein bisschen Kadersorgen. Jetzt ist auch noch der Kudla weg. Wir müssen mal gucken, ob wir überhaupt noch mit Doppel-10 spielen. Aber erstmal lassen wir es. Hat ja im letzten Spiel gut funktioniert. Oh, wir begrüßen heute Heiner Beck-Backhaus, den Trainer von Dynamo Dresden, den Gegner von Uerdingen. Was denken Sie über Ihren Kollegen Ottmar Schulz? Ich halte ihn für einen ausgezeichneten Fußballfachmann. Ja, gleichfalls, Heiner, ne? Können wir mal einen trinken gehen. Wie werden Sie taktisch gegen Uerdingen vorgehen? Ottmar Schulz und seine Jungs werden nicht zu lachen haben. Boah, werden wir doch sehen hier. Wir werden kompromisslos die Zweikämpfe suchen. Unser Stadion wird uneinnehmbar sein. Ja, in Dresden, da kenne ich doch alles. Da kenne ich die Tricks. Eine letzte Frage. Wie ist Ihr Tipp für das Spiel? Ottmar Schulz hat immer sehr viel Glück. Seit wann das? Seit wann das, mein Freund? Daher werden wir wohl kurz vor Schluss das entscheidende Gegentor bekommen. So, viel Glück für das Spiel. Ja, aber sympathischer Geselle hier. Aber wir werden hier die 4 Punkte mitnehmen.
So, Ansprache schenke ich mir. Nur 16.000 Zuschauer, was ist denn hier in Dresden los? Gut, die spielen jetzt nicht überragend gerade. Udo Lindbergh tippt 1-2. Werden wir weiter furios auswärts punkten? Hier ein Auswärtsvierer nach all den Pleiten, Pech und Pannen. Ich meine, gut, am letzten Spieltag haben wir zumindest gewonnen, aber wir haben gerade einige Unglücksherde hier, was Ergebnisse angeht, was Verletzungen angeht. Und Bradley stoppt hier den Vetchnik. Hier ein Vierer würde uns mal wieder gut zu Gesicht stehen. So, Martinez, Tastimir ist eng bei ihm, beide ziehen und zerren. Tastimir setzt sich durch den Ball, schlägt den Ball zur Ecke. Eckball von rechts. Klar hätte ich die Mannschaft, die am letzten Spieltag gewonnen hat, auch so lassen können, aber ich hab's ja gerade schon gesagt. So, Wellberg jetzt verlängert mit dem Kopf auf Cohen. Der verlängert nochmal, Vetchnik nimmt den Ball aus der Luft und haut ihn rein, wir liegen hinten. Gelbe Karte für Fütterer. Können wir jetzt zurückkommen. Gelbe Karte für Tastimir. Gelbe Karte für Andacic, jetzt nicht noch mehrere Sperren ein. Das sind der Kammermann, wird ja auch noch. Oh, da ist der Ausgleich, Poznanski. Der Kammermann wird ja auch noch fehlen. Gegen Union Berlin. So, Kolores jetzt mit dem Eckball. Er popelt sich in der Nase, schlägt den Ball mit sehr viel Schnitt in die Mitte. Und Morales kommt raus und faustet den Ball weg. Der Morales überzeugt hier gerade wieder nicht so wirklich. Note 4. Ja. Steht 1-1. Ist ganz in Ordnung. Der Schlegel bekommt mal etwas Kritik. Gibt recht, gelobt Besserung. So, können wir hier wieder eine gute zweite Halbzeit zeigen. Eckball für Dynamo von rechts. Es ist auch der Joker-König weg. Kolores legt sich den Ball zurecht. Kratzt sich am Kopf. Der Kreigert ist ausgeliehen. Ja, wie gesagt, der Kader leert sich schlagartig. Morales packt sich ja zu. Gelbe Karte für Kömmert nach einer wilden Prügelei. Und der Schlegel spielt immer noch nicht besser. Rukavica kommt für ihn auf die 10. Poznanski kontrolliert den Ball. Nicht noch weitere Verletzungen hier. Zum Glück kommen ja bald ein paar Leute auch schon wieder zurück. Inla zum Mittelkreis, legt den Ball quer. Und dass wir doch einen breit aufgestellten Kader mit einigen Allroundern haben. So, 20 Minuten noch auf der Uhr. Ein paar Hochkaräter sitzen hier immer auf der Bank. Wie zum Beispiel der Junior, der jetzt für Schnellhardt reinkommt. Ist nach wie vor Qualität von der Bank geboten. Rukavica gegen Vetchnik. Und die jetzt die Chance bekommen, sollen sich natürlich auch zeigen. Poznanski gegen Cohen wechselt erstmal den Flügel. Andacic geht Richtung Strafraum, setzt sich gegen Wellbeck durch und der tritt ihm von innen in die Beine. Das gibt der Schiedsrichter nestelt an der Brusttasche, es gibt die gelbe Karte. Und ich hoffe, es ist keine Verletzung, offenbar nicht. Freistoß jetzt, Viertelstunde vor Schluss, 17 Meter. Andacic läuft und haut ihn rein, das ist das 2-1. Wunderbar, wir können noch einmal wechseln. Und ich bringe mal einen von denen, die ihn gelb gesehen haben, nehme ich raus. Ich bringe mal Olsen für Kümmert. Vielleicht bringen wir das jetzt noch über die Zeit. Wir wollten jetzt nicht noch eine gelb-rote Karte riskieren. So, Poznanski, 19 Meter vor dem Tor, spielt einen Steilpass in den Strafraum. Kein Abseits. Kammermann versucht, den Ball unter Kontrolle zu bekommen. Wird von Kirchhoff festgehalten. Und nimmt den Ball in die Hand und stößt Kirchhoff erbrust weg. Was ist das denn? Dreht der Kammermann wieder durch. Es gibt gelbe Karte, aber für wen? Für Kammermann gibt es gelb. Forsiak nimmt den Ball mit. Da Costa steht zu weit vor seinem Kasten. Ein herrlicher Heber weit am Tor vorbeigehoben und gewinnen wir das Spiel. Wir gewinnen schon wieder. Der nächste Auswärtsvierer. Wunderbar. Das ist nach wie vor Balsam auf unsere gerade etwas geschundene, gerade verletzungsgeplagte Krefelder Seele hier. So, Andacic, der beste Spieler. Spiel bekommt die Note 4 mäßig. Aber sportlich läuft es auch eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt 7 Punkte in der Bundesliga geholt. Das ist ein Punkteschnitt von 3,5. Kann man sich doch gut mit arrangieren. So. Wenn das hier einer ohne Kontext, der die Regeln nicht kennt, hört, der denkt, der Schulz ist vollkommen verrückt geworden. Aber ja, wir haben jetzt nach 7 Spielen 16 Punkte. Rostock hat 3,0 einen Punkteschnitt, obwohl sie schon verloren haben. Das erklären wir hier einem, der hier einfach nur reinseppt in die Sportschau. So, Augsburg spielt 0-0 gegen Halle, Dresden verliert 1-2 gegen uns. Wir haben jetzt schon 13 Punkte auswärts geholt, wir sind die beste Auswärtsmannschaft. Würzburg spielt 0-0 gegen Düsseldorf, Wolfsburg spielt 2-2 gegen Union, Rostock gewinnt 3-0 gegen Kaiserslautern, Bielefeld gewinnt 1-0 gegen Bayern, Ingolstadt verliert 1-4 gegen den BVB, Schalke gewinnt 3-1 gegen Regensburg, Frankfurt spielt 0-0 gegen Freiburg. Wenn man nur die Bundesliga betrachtet, können wir ja hochzufrieden sein, so früh in der Saison schon so viele Punkte zu haben. Die Euroleague-Niederlage tut weh, die ganzen Verletzungen sind schwerwiegend und wir haben Sorge, dass es immer mehr werden. So, Kammermann in der Torjägerliste auf Platz 5, Poznanski in der Scoreliste auf Platz 14, in der Elf des Tages viele Rostocker. Und wir hoffen jetzt, dass wir das Match gegen Union Berlin drehen können. So, Kreigert geht auf Leihbasis nach Wien-Wiesbaden.
Und wir spielen gegen Union. Wir müssen ein 0-2. Was ist das jetzt hier? Warum gibt ihr mir ein leeres Blatt Papier hier auf den Tisch? Kammermann ist gelb-rot gesperrt. Das ist schlecht, wenn man viele Tore schießen muss. Kudla fällt aus. Dixon ist wieder am Start. Vukanac. Sankabalas ist zum Glück in 2 Wochen wieder da. Sinani auch in Kürze. Wir haben in der letzten Woche knapp 2 Millionen verloren. Haben noch ein Vermögen von 17,1 Millionen. Müssen wir gucken. Brauchen wir jetzt vor allem die Euroleague-Einnahmen. Präsident ist zufrieden. Die Fans mögen mich. Wann habe ich das erlebt, dass die Fans mich hier, dass sie einen Löwen in mir sehen? So, Löwenherz, Ottmar Schulz. Wir gucken mal ein bisschen in die Statistiken. Heimtabelle, da stehen wir auf Platz 14. Haben wir zumindest einmal gewonnen. Auswärtstabelle, da sind wir das Maß der Dinge zusammen mit Hansa Rostock. In der Tabelle der ersten Halbzeit auf Platz 11, Tabelle zweite Halbzeit auf Platz 1. Das komplette Kontrastprogramm zur Vorsaison, aber ist ja ganz gut, dass sich das Blatt mal gewendet hat. In der zweiten Liga haben wir oben Mainz. Auf die treffen wir im DFB-Pokal. Auch das wird kein Selbstläufer, auch kein leichter Gegner. Ganz im Gegenteil. Ein Gegner auf Bundesliga-Niveau. Gladbach und Sandhausen stehen auch oben. Unten stehen Heidenheim, Hoffenheim, Bochum und Stuttgart. Die letzten beiden noch ohne Sieg generell. So, Regionalliga Nord. Oben Münster und Leverkusen. Unten haben wir Lübeck, Havelse, Aachen und Lok Leipzig. Lok Leipzig noch ohne Sieg. Regionalliga Süd oben Wiesbaden, wo jetzt der Kreigard spielt. Elversberg und unten haben wir Großasbach, Eichstätt, Aalen und Schalding-Heining. So schön. Jetzt haben wir 2 Leute ausgeliehen, der Kreigard und der Sliskovic. Kreigard, die kommen beide wieder. Kreigard kann jetzt da um den Aufstieg in der dritten Liga mitspielen und Sliskovic beim HSV 2. Die werden nicht aufsteigen können. Nee, Quatsch, bei Bayern 2. Aber er hat zumindest schon einmal gespielt dort. So, dann haben wir nur noch von den jungen Leuten den Vukanac. Aber jetzt ist unser Kader ja so leer. Da brauchen wir vielleicht auch jeden Mann. Gucken wir ein bisschen, was die Jugendabteilungen so treiben. Die A-Jugend ist in der dritten Liga auf Platz 8. Gut, dass sie nicht nochmal absteigen. Die B-Jugend ist in der zweiten Liga auf Platz 5. Vielleicht gelingt da der dritte Aufstieg in Serie. Und die C-Jugend ist in der dritten Liga auch auf Platz 8. Also sieht alles ganz ordentlich aus, was wir da machen. Beim nächsten Mal gibt es das große Rematch gegen den ersten FC Union Berlin. Wir werden das Ganze versuchen zu drehen. Wir müssen 3-0 gewinnen oder 4-1. Wir werden auf jeden Fall offensiv spielen müssen. Dann haben wir direkt in einer Woche 2 Heimspiele. Dann nochmal gegen Ingolstadt und danach gegen Wolfsburg. Gegen Ingolstadt und Wolfsburg, die stehen auf Platz 10 und Platz 4. Also in der Bundesliga läuft es gerade bestens. Das soll so bleiben. Aber wir wollen natürlich auch nicht in der ersten Runde Euroleague rausfliegen. Dann gucken wir mal einmal und dann in Kürze. Ende Oktober steht ja auch schon der DFB-Pokal an. Auch das wird gegen Mainz nicht leicht. Ich sehe sie hoffentlich beim nächsten Mal. Dann werden wir im heimischen Stadion den Unionern zeigen, was Sache ist. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Lassen Sie gerne ein Abonnement oder dergleichen da. Und ich sehe sie beim großen...